dieser Übung zeigen wir einen sehr komplexen Torschussparcours, in dem die Spieler zwei Aufgaben nacheinander lösen müssen und das so schnell wie möglich. Und dazu kommt noch, dass ihnen auf der gegenüberliegenden Seite jemand in den Weg kommen kann. Also man muss dann auch noch die Orientierung behalten, um den Torschuss vernünftig zu platzieren. Erste Aufgabe ist es, es gibt einen Trainer neben jedem Tor, der die Bälle hat. Dann die Spieler, die auf der anderen Seite neben dem Tor stehen. Die Schwierigkeit dieser Übung ist es, dass man zwei Torabschlüsse in sehr schneller und kurzer Zeit hintereinander abschließen muss. Der Trainer hat auf der einen Seite den Ball, auf der anderen Seite ist die Gruppe, die losläuft. Und das auf beiden Seiten neben den Toren ist die gleiche Situation vorzutreffen. Auf das Kommando des Trainers geht's los. Der Spieler läuft um ein Hindernis herum, bekommt den Ball als Einwurf oder als Flugball zugeworfen, muss den Ball mit dem Kopf abschließen, so dass beide Spieler auf der gegenüberliegenden Seite genau das Gleiche zum gleichen Zeitpunkt machen. Danach dem Abschluss mit dem Kopf dreht der Spieler sich herum und bekommt von dem Trainer der anderen Seite einen Flachball zugespielt. Diesen muss er direkt im anderen Tor verwandeln. Nach diesen zwei Aufgaben ist er erlöst und darf sie auf die gegenüberliegende Seite an die Gruppe anstellen. In der ersten Variante dieser Aufgabe verändern wir die Reihenfolge. Und zwar muss jetzt der Spieler den ersten Ball per Hüftdrehstoß auf das Tor bringen und den zweiten Ball von dem gegenüberliegenden Trainer als Kopfball im Tor versenken und darf dann die Seite wechseln. In der Variante 2 sehen wir jetzt, dass der Spieler jetzt den geworfenen Ball des Trainers annehmen muss und dann abschließen darf und in der zweiten Variante den Ball wieder direkt abnehmen muss.